Hey und herzlich willkommen zu meinen Witchery Tutorials. Ich wollte euch heute mal eine, ja, ziemlich coole Puppe zeigen. Noch eine. Und zwar, ja, das hier ist quasi so ein bisschen die Ultra-Puppe, mehr oder weniger. Ihr braucht in der Mitte wieder so eine, Poppet, ganz normal. Dann 4 Gold-Nuggets. Und ein Drop of Luck. Ich verlinke euch wieder das Video hier drunter, wie man den herstellt, weil das echt aufwendig ist. Und einen Diamond Vapor, den bekommt ihr, wenn ihr Diamanten destilliert. Und ja, dann kommt am Ende eine Death Protection Puppet raus. Wie der Name schon sagt, sie beschützt euch vor dem Tod. Das ist eigentlich ziemlich cool, wie ich finde. Und ich nehme die jetzt mal da raus und wir bauen uns noch so ein, obwohl ich kann direkt mal zwei machen. Na, komm. So, noch ein Taglock-Kit. Oder beziehungsweise zwei. Fürs nächste Mal. Und dann wende ich das mal wieder auf meinem Bett an. Um da ein bisschen eine Locke von mir zu bekommen oder so. Und ja. Ah, ich habe noch meine Rüstung an. Das sollte ich vielleicht ausziehen, wenn ich versuche, mich zu töten. Und dann gehe ich gleich mal in den. Oh, hier ist wahrscheinlich alles voll. Ach, ich mit meinen vollen Kisten. Genau, erstmal muss ich die Puppe binden. Und. Ich glaube, die beiden Sachen. Ah, fuck die einfach hier rein. Und tue ich auch mal weg. Und dann machen wir mal den Easy Mode an. So, jetzt gucken wir mal, dass uns irgendwas tötet. Um zu gucken, was da denn jetzt passiert. Ist auch an mich gebunden, sehr gut. Da sind ja schon mal jede Menge Leute. Hallo. Es ist irgendwie merkwürdig, sich einfach sterben zu lassen. Na komm, tötet euch nicht gegenseitig. Ausnahmsweise möchte ich mal, dass ihr mich kaputt macht. Und wie man gesehen hat, habe ich die Hälfte meines Lebens wiederbekommen. Aber gleich bin ich tot, darum sollte ich hier mal ein bisschen verschwinden und vielleicht in meine Wohnung gehen. Oder ich mache einfach wieder peaceful. Genau, wie man gesehen hat, ich habe die Hälfte meines Lebens wiederbekommen. Die Puppe ist verschwunden, aber dafür bin ich eben nicht gestorben. Und das ist ja eigentlich ziemlich cool, dass man nochmal zum einen Leben dazu bekommt und zum anderen eben halt ein bisschen mehr Zeit gewinnt, um dann doch vor dem Monster davon zu rennen oder was auch immer man eben gerade tut. Eben auch sehr cool für Bossfights oder ähnliches, wenn man dann irgendwie 5 von diesen Puppen da in Reserve hat oder so. Die kann man ja alle hier dann auch in das Puppet Shelf reinstellen. Und ja, dann beschützen die einen halt eben von zu Hause aus. Und das ist dann doch eigentlich echt ganz gut. Ja, das wollte ich euch eigentlich nur kurz zeigen. Ich finde, verhältnismäßig ist das Rezept sogar echt günstig. Insbesondere in Relation zu der Armor Protection Puppet. Die war das, glaube ich, die auch einen Drop of Luck gebraucht hat. Was ich irgendwie ein bisschen teuer finde dafür. Aber, ja, halt dafür, dass man eben halt nicht stirbt und so, finde ich, ist das schon echt cool. Ja, nächstes Mal werde ich, glaube ich, ein bisschen was zeigen, was euch hilft, andere Spieler ja ein bisschen zu nerven, sage ich mal, beziehungsweise zu töten, je nachdem. Und ja, das ist auch ganz witzig. Aber das mache ich dann das nächste Mal und ja, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, tschüss!